So, willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ja, in der letzten Folge haben wir mit mehr Glück als Verstand ein, oh Gott, wie langsam, einen neuen Stein bekommen. Also einen, der 10.000 war das. Und jetzt muss ich mal gucken, da vorne müssen wir hin. Ups, wir müssen jetzt diese Fähre bauen. Hier kommen wir noch gar nicht hoch. Was ist hier? Okay, ne, die bauen wir natürlich nicht. Gerade eben erst 10.000 mühsam zusammengesammelt und jetzt wieder verschwenden, oder was? Auf keinen Fall. Und ich bin gespannt, ob diese goldenen Steine, was macht er jetzt, ob die nach Neustart des Spiels verschwinden. Weil eigentlich müssten die bleiben oder zumindest wiederkommen, das ist ja immer so gewesen. Und dann hätten wir ja übel viele irgendwann. Ich hätte keine Ahnung, was man mit dem Stein machen muss, ne? Weil mehr schon. Wird anscheinend Zeit für eine Augenklappe. So. Sonst nimmt er einen ja niemand mehr ernst als Captain in dieser Stadt. Hier. Aber für welches Auge? Erstmal eine Berufshölle bauen, oder? Hier schön eine Fähre platzieren. Super. Oh, das war wie ein Blut. Wir kriegen ja richtig Münzen zusammen. Fährenroute aktiviert. Super. Mann, jetzt mal schnell, ich will das Geld hier einsammeln, nicht, dass sich das auflöst. Wir haben ein Pumpkin freigeschaltet. Einen goldenen Stein bekommen. Ah, dafür hast du einen Gut bei mir. Komm an Bord, wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar. Ich will die Steine einsammeln. Danke. Boah, ich hatte gerade schon die ganze Zeit das. Die Angst, dass es weggeht. Das sind echt viele. So. Neue Fernreiseziele freizuschalten. Gut. Show auf das Ryu Gamepad. Jetzt können wir da hinfahren oder nicht? Nach Cherry Tree Hills. Fahren wir mal hin, oder? Müssen wir, mehr oder weniger. So, sind wir hier. Könnten hier theoretisch wieder zurückfahren, nehme ich an, und hier erstmal ein paar Sachen sammeln. Irgendwas ist das Gefängnis. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lasse ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. Hier ist eine Kiste und ein Zaun. Nee, kommen wir nicht. Ich glaube, dieses Rote ist ein wichtiger erstmal. Achso, das können wir ja hier draufstellen. Stimmt, da war was. Dieses rote Gadget, was auch immer, das ist, glaube ich, wichtig. Weil das halt überall erstmal so momentan dran ist. Und hier können wir einen Hinweis suchen. Ich laufe die Route nicht so genau nach. Das ist nämlich so entspannter. Wenn man ein, wie heißt das? Ah, hier ist ein Schlüssel. Speedrun macht. So, dann macht man das ja auch nicht. Und jetzt können wir schon mal rein. Da hinten will ich gerne wissen, was man davon braucht. Ich glaube Dynamit. Weil das sieht so ein bisschen stabiler aus. So, was kriegen wir hier? Achso, da können wir das Tor aufmachen. Na gut. Auch okay. So, hier ist eine Bank. Und hier kommen wir wieder raus. Super. Und hier noch eine Kiste, da ist irgendwas Nützliches drin. Nee, schade. Aber Steine können wir auch gut gebrauchen. So, was ist hier? Ein Parcours. Und hier hinten, was ist hier? Kannst du kaputt hauen. Und das geht noch weiter. Ich glaube, wir nehmen erstmal den Parcours. Weil das ist ja wahrscheinlich so gewollt. Also nehme ich stark an. So, hier gibt es bestimmt irgendwas Verstecktes zumindest noch. Oder eine Abkürzung nach oben. Das kann natürlich auch sein. Mal gucken, wo das hinführt.
wenigstens schneller voran. Och nö, runtergefallen. Ach nee, wo gebe ich den jetzt hin? Fuck. Ist eine Holzkiste kaputt. Ach scheiße, Mann, jetzt bin ich ganz am Ende. Am Arsch der Welt hier, Alter. Oh, hier gibt's fast wenigstens zu puzzeln. Was ist das? Keine Ahnung, was das sein soll. Ist auch was zum Puzzeln? Ah, eine Sandburg. Okay, da können wir bestimmt irgendwie ein Minikit, falls es das hier gibt. Oder irgendwas in der Art. Falls wahrscheinlich rund um diesen Strand sind so Teile verteilt. Dann machen wir das erstmal. Während wir den Aufgang suchen. Weil ich nämlich runtergefallen bin, weil ich zu voreilig war. Danke dafür. Oh, wir sind zu blaue. Ach, eine zweite Sandburg. Super. Geht ganz schön schnell. Das ist gut. Und hier sind noch solche Steine. Die sind auch wichtig. Und die nehmen wir natürlich auch mit. 17.000 schon. Boah. Echt gespannt, was er mit dem Geld macht. Falls man das nicht ausgibt, haben wir am Ende locker 10 Millionen oder so. Ich meine, wir haben jetzt 1,8% des Spiels. Wir können mal gucken, dass wir diesen Waren, was auch immer, bekommen. Star Wars ist es eben der wahre Jedi. So, 3 von 3. Was bekommen wir jetzt? Ah, jawohl, neues Kostüm. Sehr geil. Das ist natürlich super. Das ist echt heftig geil. Okay, was ist hier drin? Eine Route. Boah, jetzt kriegen wir hier voll viele Geheimnisse. Sehr geil, schon mal unser erstes Kostüm. Das wird der wahrscheinlich erst ein bisschen bleiben. Mal gucken, was das bringt. Bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ah, hier müssen wir lang. Okay. Ist hier was zum Buddeln? Jo, 10.000, nice. Wir haben mal schönen Stein bekommen. Und hier ist noch ein Rettungsring. Den kann man aber nicht zusammen puzzeln, ne? Nee, aber den können wir kaputt hauen. Da oben ist eine Röhre. Boah, heftig. Ach, da hinten sind wir. Gut. Dann will ich erstmal das Kostüm ein. Nein, jetzt sollten wir da nicht durchkommen. Was ist jetzt los? Ach so, okay. Dann müssen wir kurz den Weg nochmal von vorne machen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben nämlich jetzt ein Kostüm. Und hier nochmal. Einmal nichts, okay. Das sammle ich erstmal ein jetzt. Freigeschaltet. Indianer. Kann ich den direkt spielen? Nö, warum nicht? Warum kann ich den nicht spielen? Was soll das denn? Vielleicht muss ich da erst irgendwie in der Polizeistation aktivieren. Indiana ist natürlich cool, da kann man bestimmt irgendwie in irgendwelchen Outlands noch irgendwelche Sachen freispielen. Keine Ahnung. Mal gucken. So, erstmal hier hoch. Indiana, ich weiß gar nicht, ich kann ja mal googeln, wie viele Kostüme es gibt, wenn wir schon ein bisschen weiter sind. Dann können wir da mal gucken. Und jetzt gehe ich mal hier lang, weil wir ja eben gerade da lang gegangen sind. Wahrscheinlich aber nur der Weg ein bisschen länger. Ich denke mal, dass es immer nur eine Abkürzung sein soll. Oder gibt es hier noch was zu holen? So, da kommt man gar nicht durch. Hier sind auf jeden Fall ein paar Steine. Das heißt, wir müssen sowieso da unten lang gehen. Aber hier ist auf jeden Fall noch so ein... Vielleicht können wir noch Chase als Verbrecher bekommen. Ich denke mal, das ist eigentlich plausibel, wenn wir als Polizist und sogar als Indianer rumlaufen, dass wir den noch als Verbrecher bekommen. Und dann sehen wir dann, was noch kommt. So, jetzt. Hier kann ich ruhig unvorsichtig sein. Jetzt noch einmal und dann aber vorsichtig. Nicht wieder runterfallen. Das ist nämlich ein ellenlanger Weg. Gut. Da müssen wir hin. Ich gehe jetzt nochmal ein Stückchen weiter. Da glänzt nämlich was. Jawohl, ein zweites Kostüm. Boah, ey. Ja, natürlich dasselbe geil. Hä, warum geht der nicht weiter?
Achso, da muss ich nicht springen. Metzger. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Metzger und einen Indianer. Vielleicht können wir irgendwo in der Fleischerei noch was machen. Dann. Da gibt es bestimmt irgendwie noch ein Geheimnis. So, und hier ist noch eine Kiste. Da sind aber auch nur Steine drin. Okay, das ist eine Deckkiste. Auch nur Steine. Alles klar. So, erstmal alles einsammeln. Ja, und die Steine einsammeln. Und hoch. Zack. Gut, dann gibt es hier noch wieder ein Parcours. Den gehe ich mal zuerst lang. Weil ich halt gerade irgendwie voll auf den Decker. Voll. Was ist das Blaue? Ich glaube nichts. Ach, der hat nicht so viel gemacht. Der, was war das? Nur so ein tausender Stein, okay. Was ist das hier da? Ach, das ist. Ach so, da brauchen wir eine eigene Fähigkeit für, okay. Ah, hier ist noch so einer. Ich weiß nicht, soll ich es riskieren? Ich lasse ihn erstmal, ich habe keinen Bock, diesen Weg nochmal zu laufen. Vielleicht gehen wir den auf dem Rückweg nochmal oder so, falls ich ihn nicht vergesse. Was hier oben hier, ihr Schnarchnasen? Ich brauche ein Nickerchen. Mist, ich bin hier drin. Als Zivi. Oder dürfen die Bullen hier drin rumlaufen? Weiß ich gar nicht. Ach, jetzt ist es hier offen. Ah, dann können wir auch den anderen Stein holen. Da ist ein Boxsack. Brauchen wir bestimmt irgendwie Chase als Boxer oder so. Mist, das bringt glaube ich bloß... Ein Stein bringt wirklich nur einen da auf der Karte. Also da von der Anzahl her. Ja. Natürlich, ja okay. Das ist nicht so ganz so viel. Aber egal, immerhin so 10 Stück oder so, das könnte... Okay, das wird glaube ich nie irgendwie ein Problem sein, aber egal. Wir gehen erstmal weiter. Hey du! Du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof! Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Wie konnte er nur? Jetzt müssen wir uns den Gefangenen... Wir sind Polizist und müssen den Gefangenen einen Basketball geben. Was esse ich denn heute Mittag? Wahrscheinlich... Erstmal gucke ich hier hinten. Ich muss den Brief abschicken. So, ich finde den Basketball. Eine richtige Lebensaufgabe. So, hier können wir wieder was zusammenpuzzeln. Warum puzzelt der nicht? Hallo? Achso, auf A, okay. Gerade den falschen Knopf gedrückt. Okay, mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Vielleicht ins Basketballfeld. Durch Zufall. Okay, nein, doch nicht. Oh, was ist das denn? Okay, das ist also etwas weiteres, was wir noch brauchen. Sie würden doch nicht. Hey, da ist doch der Basketball. Hm. Da ist das Basketballfeld gewesen. Ah, keine Ahnung. Ach, hier haben wir den Basketball. Na, klasse. Bin ich da falsch runtergesprungen. Gut, also nochmal wieder zurück. Oh, es geht mir gut. Na, komm runter wieder und so, dahin. Dann können wir jetzt den Basketball holen. So, Jungs. Muss ich die jetzt verprügeln? Ich muss den Handschellen umlegen im Knast. Okay. Das ist nicht fair. Das kriege ich ja wohl hin.
Hoffentlich kriege ich meine alte Zelle wieder. Schade, dass man die richtig verprügeln kann. Ach nö. Ich werde ehrlich. Durch diese paar Gefangenschaften da eben. Ach, hier ist der Basketball. Kann ich jetzt einhändig da hochklettern? Okay, er hat den Ball einfach irgendwie in irgendeiner Tasche. Guten Morgen! So, bitteschön. Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein.